Herzlich willkommen bei Cosi. Mörlik. So, Jungs. Und wir gehen jetzt mal. Ins erste Training von Russland. Ja, ich glaube, hier müssen wir noch mal Ja. was machen. Genau auf das. Und jetzt gehen wir mal erste Freitraining. Also diese Saison läuft ja richtig gut. Ja. Zweite Strecke haben wir viele Punkte geholt mit Platz 3. Letzte Strecke gestern war ja mit dem achten Platz, aber ja, haben wir jetzt schon mal den Höchstpunktzahl, was wir hier hatten. Jo. Ja gut, nee, im ersten Gang hatten wir noch mehr, aber Ja. da war die KI und alles weiter Und nach unten und wir hatten noch aber nicht so viele Teile. wir sind ja erst am Anfang von der Saison. So, So. machen wir mal rein hier. Sauber hat sich auf jeden Fall verbessert. Als einziges Team und ist aber hochgestiegen bei Flügel vor Haas. Ja. Und das ist auch das erste Mal jetzt in Dass dem. es nicht komplett hinten ist. Genau. Mal gucken, ob sich da ein bisschen was ausmacht. Also, wie gesagt, hier Gruppe 12. Eriksen im letzten Rennen. Ja. Auch nicht schlecht. So, dann gucken wir mal hier, wer als erstes rausfährt. Das werden wir ein bisschen weg tun hier. So. Okay. Was in dir? Paris. Gucken wir uns mal kurz die Strecke an. Jo. Was war da? Bewölkt. Der ist auf weichen Reifen unterwegs erstmal. Was haben wir eigentlich für Reifen gerade drauf im Moment? Weich. Ja. So. Ja, aber die Saison, also die dritte Saison, gab schon Haufen Überraschungen, also Ja. ist echt gut gemacht. Vor allem jetzt sauber auch auf dem 12. Mal. Ah ja, wir haben einen Punkt geholt, alle uns hat auch schon 3 Punkte geholt, das ist mal wirklich das erste dritte Rennen gewesen. Also in jedem Punkt, in jedem Rennen 10. Das Eigentlich. ist ein Durchschnitt mit, ne, wenn es jetzt erstmal ein Durchschnitt nimmt, kannst du sagen, Ja. halt pro Rennen einen Punkt. Ja, hat Aber die jetzt. höchste Punktzahl, was er hatte, waren nur 12 Punkte und die würde wohl, denke ich mal, diese haben dann knapp. Ja. Wir haben sie schon geknackt. Ja, wo wollte ich noch in Ja. der ersten Saison? Dann kommen wir jetzt am 35. Stimmt. Und Icon. Reichen bleiben. Ah, oh, nach vorne. Aber schon krass, ja. Vierte Strecke, keine Upgrades in den ersten vier, außer jetzt halt nur sauber, aber ansonsten keiner. Nur sauber hat ja auch vorher Saison 102 6 Mal Upgrade rausgebracht. Das waren die am meisten Ja. was rausgebracht haben, 6 Mal. Beim nächsten Mal kommen mit 4 oder 5. Ich glaube, das machen wir dann sogar. Ne, wir waren auch nur bei 4. Ich glaube, einer war dann noch besser. Aber wenn die jetzt schon mal so angefangen haben, war doch nicht schlecht dann. Vielleicht haben die alle jetzt auf die ganz großen Upgrades. Also die ganz hinteren Upgrades. Ja, ich vermute mal, Sauber viel reingesteckt haben bei Flügel. Auf Zuverlässigkeit und auf dass es billiger ist von den Punkten Ja. her. Und dann könnt ihr jetzt wieder abgehen. Warum die weniger Punkte? Ah ja, warum nicht? Wenn sie da sich da ein bisschen hocharbeiten, macht der dann auch schon viel aus Flügel. Ja. Dann brauchst du nicht unbedingt einen schnellen Wurf. Das macht am meisten aus.
Jetzt kommt der Ferrari. Erstmal erster. Ja, gut, auf rote Reifen. Wo innen. Ne? Was ist noch nicht schon da? So, dann können wir uns mal ein paar haben. Ja. Zurzeit erster. Ja. Und zweiter im Gesamt bisher. In der gesamten WM-Wertung. Habe ich mir vorhin eh nochmal angeguckt. Botas 8 mit 45. Dann kommt 3, 43, fällt er auch mit 43 an. Sieht dies ja auch spannend aus. Und Hamilton ist ja tatsächlich einmal ausgefallen. Weil er uns hinten reingerammt hat und ist dann weggerutscht. Auch mal schön, dass es auch mal anders ja. passiert. So, wir haben jetzt noch Zeit von Klappes. Wir haben ja schon, ja. Eigentlich hat aber auch schon 10 Punkte geholt. Noch immer, nicht schlecht. Ach Gott, die dritte Saison, die wirft irgendwie alles durcheinander und das ist smart. Nein. Bald kommt auch wieder Monaco. Monaco ist eigentlich voll die Verarsche von Polen, von der Flagge her. Weil Polen hat genau die gleiche Flagge wie Monaco, nur halt umgedreht. Also dass unten rot ist und oben weiß, glaube ich. In Monaco ist komplett andersrum, dass oben rot und unten weiß. Sieht eigentlich brutal langsam aus. Ja. Also wie Kübert etwa. Oh je, die fallen aber auch zurück.
cool. Ich mach mal, vielleicht macht er irgendein Trainingsprogramm oder so. Sauber. Ja, sehr. Franchon. Soll ich mal leiser stellen? Ja, dann gucken wir mal Ocon und Grüße gehen raus an den, der gerade da ist. Grüß dich.
mal nach dem Ferrari. Der Vettel war doch auch kurz draußen. Da war er aber. Moment, guck mal auf Zeiten. Nö. Ja, stimmt. Jo. Strecke akklimatisiert. So, dann gucken wir mal, was hier der Magnussen macht. Das ist auch unsere Wale. Erstmal 6 schnellster mit einfach nur 299 km/h. Also da geht noch was. Okay, 8er. Das geht ja noch. Hamilton fällt, glaube ich, raus. Grad. Ja, hier. Den Hansen hier. Okay. Ja. Maike muss so eine mega gute Zeit gefahren haben. Ich glaube, das Vettel oder so. Guck einfach auf Zeiten, dann müssen. Ja. Okay. Ja.
Ja. Es wäre cool, wenn man sich im neuen Spiel die Strategien von den anderen ansehen könnte. Mal gucken, was schafft der Vettel. Den fünften nur. Ja, er hat irgendwo noch Geld frei. Ja. Nee, das Handtuch beim Overschutz. Aus der Box raus. Spitzengeschwindigkeit abgeschlossen. Lol. Man fährt einfach mal aus der Box und hat schon was abgeschlossen. Ohne Setup. Oh je. Das war knapp. Ah, die Box ist auch komisch, die geht so um die Ecke. Und los geht's. Immer noch, war immer noch nie da, aber
DRS haben wir. DRS haben wir aktiviert. Ja, jetzt müssen wir noch eine Runde fahren, vielleicht schaffen wir es noch besser. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch mehr Punkte. Grün. Dieses kleine Feinchen. Ich glaube, das gehört auch zum Flügel, dass man da dieses Streckenakklimatisierungsprogramm besser schafft. Wir haben es nicht genau geschafft, aber fast. Ich glaube, wir dürften dafür 40 Punkte kriegen. Oder 30.
wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Verbesserung am Start hier. Aber wir haben uns keinen Platz verbessert, dann müssen wir wahrscheinlich die Reifen nochmal wechseln. Oder auf Fett schalten. Aber das können wir eh nicht mehr. Weil eine Runde auf Fett wird nicht mehr lang. Danach müssen wir reinfahren, sonst haben wir kein Benzin mehr. Die müsste gleich kommen. Ja, jetzt rechts. So, und da sind wir in der Box. Müssen dann aber auch nochmal raus wegen Zeit, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es ist nur drin, das ist ja egal. Du könntest erstmal das Ding zu speichern. Erstatten und Narko. Gut, dann gucke ich jetzt nach dem Flash ab. Du machst es ja halb. Jo. Geguckt. Ist eigentlich, ne, alle sind schon gefahren. Okay, denn seine Runde ist fast fertig, dann gucken wir schnell mal bei dem zu, beim Croissant. Ja, fast fertig, es braucht noch ein bisschen.
immer noch auf dem 8. Inlip. Der ist auch bald fertig. Gucken wir mal. Sehen da halt. Oh, Reutön. Inlap. Outlap, Inlap. Fährt noch. Ah, da. Das wäre allein. Mal gucken. Und hast du? Hamilton 34 6 9 9 6.
Powerbox hat rein. Super. Damit sind wir Ari jetzt vorne jetzt. Das ist drei Bursche. Also die Song macht echt Laune. Richtig geil. Sehr, sehr, sehr geil. Richtig geil. So. Immer noch ein paar Ressourcenpunkte mit dem Spiel, aber ne. Egalo. So. Dann gucken wir mal weiter. Ich verstehe manche Sachen. Mit Egalo. Sauber. Genau, okay. So, gehen wir aber jetzt mal ins zweite Freitraining von unserer dritten Saison. Also, zurzeit ist total nice die dritte Saison. Also, es gibt so viele Überraschungen, es macht richtig Spaß. Pusht euch, Jungs! Oh, Ari. Ari, ja. Oh, fällt er früh drauf. Oh, Jungs, denn da ja, richtig ab hier jetzt. Volle Kanne. Die Endführung ist ja zurzeit auch alles sehr eng. Wo das mit 45 hätte, bei Köln alle Werte 43. Also diesmal richtig geil. Und nicht nur immer hier Hamilton. Hamilton ist halt die Saison ein bisschen weiter hinten. Gott sei Dank. Jetzt wird es mal endlich wieder spannender. So, Jungs. Und Vettel ist erstmal komplett draußen mit ultra weich und wird wohl sich aber erstmal eher eine super Zeit sichern. Und dann gucken wir mal. Ich werde als erstes rausgekommen, gleich mal mit ultra weich. Ja. Hat sich hier irgendwie voll kein Tempo gemacht. Kübert aber auch mit ultra weich. Ja. Okay. Boah. Hätte war der erste. Vielleicht ist das Wetter gerade ziemlich gut. Ja, ja, Sunshine. Sunshine! Schon mal ein Set abgeladen, weil ich bin da auch mit Set aufgekommen. Mhm. So.
Ey. Kannst du mal übernehmen? Kann ich mal neu müssen machen, meinst du nicht, oder? Jo. Also da, Vettel, der hat jetzt seine Runde. Also ist gerade auf seiner Runde und sieht gar nicht mal so schlecht aus bisher. Beim ersten Sektor. Mal gucken, ja, er wird wahrscheinlich eh erstmal Erster werden, weil er als Erster rausgefahren. Ja, hoffentlich bleibt er auch am Ende Erster. Und noch draußen ist Kühlwart und Verstappen. Und halt Vettel. Dann mal gucken, vielleicht. Oh, ziemlich gut. Nee, noch nicht. Der zweite Sektor ist auf jeden Fall schneller als jeder andere davor hatte im zweiten. Im ersten meine ich. So, Erster, wie gesagt, er war als Erster draußen. Rundenzeiten 1,40,8. Mega. So, dann gucken wir mal Kübert an. Es sind vier sogar draußen, mal gucken. Okay, der Ocon ist noch draußen. Mal gucken wir nochmal Kübert. Da ist auch was fast fertig. Da ist eigentlich erst schnellster. Moment. Erst schnellster ist sogar Verstappen. Oh, Perez ist auch draußen. Und zweiter. Und dann gucken wir mal hier beim Verstappen vorbei. Das ist nämlich das nächste rausgefahren. Rennst du da eigentlich alle auf Ultra-Weich? Ne, Ocon ist auf Supersoft. Und Perez auch. Okay, dann gucken wir erstmal Verstappen. Und er hat auch seine Runde schon fast fertig, noch ungefähr 10 Sekunden, wenn er gut ist. Also unter 10 Sekunden, meine ich. Zweiter. Verstappen. Ocon, ja. Dann kommt Ocon. So. Und ungefähr in 10 Sekunden müsste er fertig sein. So, kommt in die Kurve. Ja, Vierter. Ocon. So. Ich einfach mal noch einen Perez an. Oder besser gesagt, gucken wir erstmal einen Perez noch an. Ah,
Verstappen immer noch, dann kommt Kvyat und dann kommt Ocon. Jetzt gucke ich gerade noch ein Perez. In gut 10 Sekunden ist er dann fertig fast. Oder müsste er eigentlich schon fertig sein. So, und dritter ist jetzt Perez. Erstmal Hülkenberg. Sieht dein. Nee, Hülkenberg sieht nicht so gut aus. So. Und sechster für den Hülkenberg. Okay, dann lassen wir hier mal auf dem Raikön. Moment, ich guck mal, wer alles noch nicht rausgefahren ist. Okay, Grosjean. Dann gucken wir mal Grosjean noch schnell fertig. Und sechster Platz für Grosjean. Und jetzt kommt noch Kimi Räikkönen. So. Und jetzt mal gucken, ob Räikkönen vielleicht ein Vettel knacken kann. Moment. 36039. Oh. 36. Okay, ich glaube, Räikkönen wird jetzt erster. Mercedes. Also Mercedes noch keiner draußen. So, da ist wieder Räikkönen. So, dann gucken wir mal. Ja, erster. Ja. Okay, Ricardo. Wehrlein und Sainz. So, dann gucken wir mal hier Ricardo zu. Die waren auch in letzter Zeit eigentlich gar nicht mal so schlecht. Extra nach Leuten, die noch nicht gefahren sind. So. Ungefähr vierter.
Moment, 5, 3, 7, 6, ungefähr 6 da zwischen 6 und 5. Und erst, ja, er ist eh gleich fertig, dann können wir mal gucken. Vierter. Wenn dann kurz. Ja, Moment. Ich guck mal schnell, wer alles. Sainz und Bottas wären auch noch draußen. Wo ist denn der Sainz? Ah, hier. Der ist auch fast fertig. Aber auch Rennen eigentlich komplett fast gar nicht zu Gesicht bekommen. Oder fast gar nicht gesehen. Und Neunter. Oh, gut was. Ja. Kann trotzdem sein, dass er den noch überholt. Ja. Ich guck einfach mal. Nö, nicht so. Ja, ich glaube sogar Stroll. Aber Stroll war auch kurzzeitig ziemlich weit vorne im Rennen. Wir müssen dann aber auch langsam mal rausfahren. Ja, ich war wohl 20 Minuten, das ist was ich gerade mache. Ja. Oh, er überholt. So, jetzt kann er noch eine gute Runde fahren. Ich beobachte gerade die Hände von dem. Der muss ja voll gut mit den Händen Akrobatik machen oder so. Oder er muss die Hände halt auch voll gut bewegen können. Na, guck dich mal an hier, was der mit seinen Händen macht. Acht mal auf die Hände von dem. Habe ich es gerade gesehen? Wer so richtig so mit all so einem Finger da hinten rumgetippt hat. Müssen wir mal drauf achten. Das sieht voll lustig aus. So. Und ich guck auf der Rundenzeit mal. Und dann. Gucken wir mal. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Er ist gleich fertig, dann gucken wir mal. Weil die Sektorenzeiten sehen gar nicht mal so ganz schlecht aus. Ja? Ja? Zweiter. Und? Wie sieht es so aus? Oh ne, Vettel. Nö, er ist gerade draußen, aber. Such mal Alonso. Ah, da ist er, Alonso. Ja. Na, sieht nicht ganz
gerade so super aus. Der Platz 14. Von 17 Leuten, die rausgefahren sind. Schon Palmer ist noch Platz. Hier, kurz vor Ziel. Und 13. Ich glaube, da war auch irgendwo Massa. Hier. Oh nee. Hammond ist erster. So, dann gucken wir hier mal. 13. Ja, ist er schon gefahren? Dann, ja, alle sind gefahren, außer wir. Nein. So, also alle sind gefahren, also. So. Ja. Wir haben, wir sind, glaube ich, einen Platz vor ihm. Was für ein Trainingsprogramm hast du gemacht? Rennstrategie. So. Dann geht jetzt ab in der Rennstrategie. Guck da oben auf den beiden Bildschirmen, da sind wir drauf. Dann 5 Runden, auf los geht's los. Thank you.
So, dann erstmal Einführungsrunde. So, und los geht's. Hier noch um ein paar Ecken und dann geht's los. Oh, da vorne ist Alonso. Hallo. Ja. Und los geht's. Geht's eigentlich im Setup? Aber fällt gerade auf, wir fahren eigentlich ziemlich gut auf der Ideallinie. So, und DRS. Oh, Alonso fährt rein. Ja. 14.
Ja. 50 Punkte. Und 12. Hart verbremst und rausgekommen. Aber da müssen immer noch grün. Müsste aber eigentlich auch noch ein bisschen mehr gehen. Ja, 3 Sekunden. Jetzt geht's aber da in die Box. So, jetzt dann rechts halten.
hier ist Autonavi. Halten Sie sich rechts. Fahren Sie in die Box. Rico, ich will jetzt Autonavi. Halten Sie sich rechts. Grüße gehen auch raus an den, der gerade da ist. Grüß dich. Und du warst gut. So. Und wir sind wieder in der Box. Ja, stimmt. Mit lila Reifen wird da noch was geben. Und Vettel? Halb Sekunde. Abstand zu uns. Was macht eigentlich die Radaufhängung, Rico? Qualifying Tempo auf ultra weich. So, erstmal die Einführungsrunde. Also ich glaube, wir werden schon noch ein bisschen was aufholen auf den Reifen. Gleich beginnt auch die Trainingssession. Also das heißt Trainingssession halt. Trainingsprogramm.
So, und jetzt beginnt's. Qualifying Tempo Trend. Ja, sieht gut aus. Erster schneller Sektor 1. Siebter. Ziel erreicht, okay, fertig. So, und wir verbessern uns. Eine halbe Sekunde sogar. Sechster Platz.
Ross war trotzdem neu. Grüße gehen raus an den, der gerade da ist. Grüß dich. Was cool wäre, wenn man jedes Training die Trainingsprogramme nochmal machen könnte. Jedes Training Qualifying Tempo machen und Dings, Rennstrategie. Und jetzt ist ja mal Training wieder vorbei. Ja. Ja, sieht gut aus. Erster Hamilton, leider. Zweiter Raikön, dann Bottas, dann Perez, dann Vettel, dann wir. Dann Verstappen, Ricardo, Massa, Grosjean, Ocon, Kvyat, Alonso. Magnussen, Palmer, Hülkenberg, Sainz, Stroll, Eriksen und Wehrlein. Aber vor allem Eriksen kommt mit lilanen Reifen nicht ran. Leider nicht. Jetzt kriegen wir erstmal noch ein paar Punkte. Ja, ordentlich. Schon wieder 470 Punkte gesammelt. So Jungs, und wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Jo. Also, Grüße gehen erstmal raus. Kasi. Merlek. Vielleicht bis später nochmal zur Formel 1. Ciao. Ciao.